Warum ausgerechnet die Bibel? Der Mensch kommt grundsätzlich nur auf zweierlei Weise zu einem Gott. Entweder indem er sich einen Gott vorstellt, oder aber indem der lebendige Gott sich ihm offenbart. Das eine ist der Weg von Menschen zu Gott, das andere der Weg von Gott zu Menschen. Im ersten Fall ist Gott eine Idee, ein theologisches System. Im zweiten Fall ist eine persönliche Gewissheit erreichbar. In der persönlichen Offenbarung liegt der alles entscheidende Unterschied des christlichen Glaubens zu allen anderen Religionen. Die Bibel behauptet, Gott habe sich nur einmal offenbart, in Jesus Christus. Den Beweis dafür will die biblische Prophetie erbringen. Jahrhundertelang sagte das Alte Testament dieses Ereignis voraus. Dann trat es ein, genauso wie vorhergesagt. Alles, was es für uns bedeutet, wurde im Neuen Testament festgehalten. Nur durch Christus, so behauptet die Bibel, können wir Söhne und Töchter Gottes werden. Keinesfalls durch formale Akte, fromme Leistungen oder gar automatisch durch Geburt und Tradition. Auch nicht durch Mitgliedschaft in einer Kirche, Konfession, Gruppe, Gesellschaft, Organisation oder Religion. Auch nicht durch den größten sozialen und gesellschaftlichen Einsatz. Und trotz eines erfüllten Lebens mit Arbeit, Vergnügen, Hobbys und Gesundheit würden wir das Ziel unseres Lebens verpassen, wenn wir nicht mit Gott in Verbindung kommen. Für alle diese Aussagen muss der Beweis erbracht werden, hat sich Gott, wie es die Bibel behauptet, tatsächlich in Jesus Christus offenbart. Hat er es durch sein Handeln am Volk Israel in Zeit und Geschichte getan? Und tut er es heute noch? Ist also kurz gesagt die Bibel glaubwürdig und als Informationsquelle zuverlässig?